Hey, hallo Freunde und herzlich willkommen zu der nächsten Hochwasserversteigerung hier beim Hillbilly auf dem Kanal. Heute bei dem schönen Wetter muss man natürlich ausnutzen, sind wir natürlich wieder im Garten. Aber habe ich gedacht, nehme ich die Kamera geschwind mit und den nächsten Preis, den es hier gibt. Und es ist der Hammer. Der gute Tactical Forums Kollege Slum hat sich nicht lumpen lassen, hat in seine Vitrine gegriffen und ein Wahnsinns-Folder hier springen lassen für nächste Versteigerung. Und zwar eins dieser riesen Pull-Force-Modelle. Also das ist ein Messer für Halbtür, der starke, ne? Eine H3 Alpha One Tactical-Version. Und schauen wir uns jetzt mal kurz an. Ein Wahnsinns-Klopper, das Teil. Kommt hier ja in der schönen Pull-Force-Pappschachtel. Darin sind diese Pull-Force-typischen Messertaschen, wunderbare gepolsterte Nylonteile, wo diese super robusten Messer, die bräuchten gar keinen so Schutz, aber es ist eine schöne Verpackungsgeschichte. Und da drin kommt zum Vorschau dieses Wahnsinnsmesser. Das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Papiere sind mit dabei. Ist klar, ne? Pull-Force, Gebrauchsanleitung, Zertifikat unterschrieben. Und dann haben wir hier ein riesen Taschenmesser. Das ist nichts für kleine Hände. Moment, wir gehen mal hier ein bisschen besser drauf. So, ein Wahnsinnsklopper. Ein Alpha H3 Alpha One. Das ist was für Soldaten, Polizisten, Beamte, Einsatzkräfte oder natürlich Fans riesentaktischer Messer. Bisschen Einhandfolder, man sieht es hier schon am Klingenheber, aber lässt sich wunderbar entfernen. Und schon habt ihr keinen Stress mit 42A Schraube raus, Klingenheber weg und schon hat man auch nicht mal von der Seite ein Loch in der Klinge, sondern von oben. Man kann ja die Schraube wieder in das vorhandene Loch reinschrauben und dann ist es eine saubere Geschichte. Aber ein riesen Klopper. Ja, das ist ja wohl der Hammer, oder? Das Ding ist so groß und ich habe eigentlich so kleine Hände, ich kann es dreimal halten, ich kann das ganz hinten greifen. Ja. Dann hat man immer eine super Hohwirkung. Ich kann es eins weiter vorne halten oder ich kann es noch ganz vor in den Foregrip nehmen. Fett ausgestattet mit Serrations und eine schöne riesen Recurve-Klinge aus 440er C-Stahl. 5 mm stark. Ja, der Pol spart da nicht an Material. Fette Platinen drin, skelettiert und wunderbar gegroovte Griffschalen mit einem riesen Drahtclip und hier hinten noch ein Gummilanyard dran und das Ganze in einer super schwarzen taktischen Ausführung. Seriennummer, Modell Nummer 20. Ein riesen Pull-Force Alpha One H3. Ein riesen Klopper, den könnt ihr heute hier geben. Wir messen mal hier ein bisschen, was wir denn hier für ein Teil haben. Das ist ja kein kleines Taschenmesser. Wir haben hier eine 11, ja gut, bis zur längsten Stelle haben wir eine 11,7. An der kürzesten Stelle 11,3 cm lange Klinge, also so durchschnittlich 11,5 mm mit einer Gesamtlänge von 26 cm. Also das ist kein kleines Taschenmesser, das es hier gibt. Leute, da könnt ihr wieder drauf bieten auf eine super Aktion hier von der Hillbilly Hochwasserhilfe. Ein riesen fettes Pull-Force taktisches Taschenmesser. Also was für richtige Männer mit riesen Pranken. Drei Griffmöglichkeiten das Messer. Mit einem Reverse Grip sind wir bei 4. Also ungeahnte Möglichkeiten von diesem Taschenmesser. Und dazu gibt es natürlich wie immer von meinem Dauersponsor Termite selbstverständlich noch ein Tool 3.0 dazu, weil das gehört einfach an jeden Schlüsselbund. Jawohl,
das legen wir hier mit zu. Und dann gibt es hier dieses tolle Riesen Polforce Taschenmesser. Ihr kennt die Spielregeln, es geht wieder bei einem Euro los, aber ich denke, da wird es nicht lang bleiben. Und da könnt ihr dann nochmal richtig in die Vollen gehen. Hier Auktion Nummer 11. Vorerst wahrscheinlich die letzte, aber schauen wir mal, was sich noch bis dorthin, bis zur Ausstrahlung von dem Video ergibt. Ich zeichne es ja immer schon ein paar Tage vorher auf, um alles ordentlich managen zu können. Und dann habt ihr hier nochmal einen richtigen Knaller zum Abschluss, ne? Für Freunde taktischer großer Taschenmesser. Ihr könnt dann nochmal richtig Kohle locker machen für die Hochwasserhilfe. Und dafür bekommt ihr hier dieses gesponserte Wahnsinns Polforce Alpha One H3. Ein richtiges Taschenmesser für richtige Männer. Also Leute, stülpt eure Geldbeutel nochmal rum, plündert das Haushaltsgeld. Spaghetti mit Leitungswasser schmecken geil. Oder so ein paar EPA-Rationen von der Bundeswehr. Na, da kann man ein bisschen Kohle beim Essen sparen und dann könnt ihr euch so ein richtig geiles Taschenmesser leisten und die Kohle kommt dann einem guten Zweck zu. An der Stelle nochmal ein recht herzliches Dankeschön an der Slum, der das Messer gespendet hat. Hier nochmal Grüße an die Kollegen im Tactical Forum und an den guten Termite, der mich hier immer mit diesen coolen Tools versorgt. Und ja, schauen wir mal, ob das die letzte Auktion ist oder ob da noch was nachgeschossen wird. Auf jeden Fall schon mal recht herzliches Dankeschön an alle, die hier tatkräftig mitmachen, bieten, Artikel sponsoren oder einfach auch nur Geld dazu schießen und spenden ohne Gegenleistung. Ich finde es so super von euch und bleibt mir hier treu auf dem Kanal, schaut wieder mal rein, wenn es was Neues beim Hibili gibt. Ich werde auf jeden Fall ein Abschlussvideo machen zum Schluss und nochmal über die ganzen Finanzen Rechenschaft anlegen. Und bis dahin, jetzt kann angefangen werden mit Bieten. Und ich will hier ordentlich was sehen, Jungs. Lasst mich nicht hängen. Und sonst wünsche ich euch gute Zeit, bleibt gesund. Wir sehen uns wieder hier auf dem Kanal beim Hibili und bis dahin. Fetti.